Starfield kommt 2021, zumindest wenn man einem Insider Glauben schenken mag. Das Problem dabei ist nur, dass ein anderer Insider wiederum sagt, das Spiel kommt erst 2022 heraus. Was an diesen Leaks dran ist und was wir wirklich über Starfield wissen und wo die Spekulationen hingehen über dieses neue Spiel von Bethesda, das klären wir in diesem Video. Damit herzlich willkommen, ich bin der Amemus und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um The Elder Scrolls und um Bethesda-Spiele. Wenn dich das interessiert, bleibe gerne mit einem Abo am Start und aktiviere zudem die Glocke. Bevor wir anfangen, nochmal ein bisschen Werbung für meinen Partner MMOGA. Auf der Seite von meinem Partner könnt ihr euch günstig Gaming Keys kaufen, die deutlich günstiger sind als bei anderen Anbietern. Den Link dazu findet ihr einmal in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Mit einem Kauf würdet ihr mich persönlich unterstützen. Das heißt, wenn du irgendein Game kaufen willst oder Coins für ein Game, dann denk gerne an mich und klick unten auf den Link. Würde mir wirklich viel bedeuten. An dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Disclaimer, bevor wir anfangen mit dem Starfield-Video. Viele Dinge, die ich hier sage, sind tatsächlich Informationen von angeblichen Insidern und sind halt eigentlich nichts anderes als Spekulation, denn von Bethesdas Seite ist da bisher offiziell sehr, sehr, sehr wenig gekommen. Es gibt ein paar Interviews mit Todd Howard über die Game Engine und das verrät uns dann doch ein bisschen mehr über das Spiel, aber dazu natürlich später mehr. Also passt da ein bisschen auf und bleibt immer fair und sachlich in den Kommentaren, wenn es darum geht, über Starfield zu diskutieren. Das erste, was ich mir eigentlich bei Starfield gedacht habe, als es 2018 bei der E3 angekündigt worden ist, war folgendes: Wer hat eigentlich nach diesem Spiel gefragt? Ist eine ziemlich böse Aussage, ich weiß, aber eigentlich wollen ja alle ein neues The Elder Scrolls Spiel, nämlich The Elder Scrolls 6, wozu ich ja auch bereits einige Videos auf meinem Kanal gemacht habe. Starfield ist so ein bisschen wie ein fernverwandter Cousin, den eigentlich nicht wirklich jemand mag und der auf einmal spontan auf einer Familienparty erscheint. Na gut, ich gebe zu, das war jetzt ein bisschen gemein, aber es gab auf jeden Fall damals, wo das Ganze veröffentlicht worden ist, der Teaser auf der E3, ganz schön viel Spott und natürlich auch viele Memes. Ich persönlich finde aber, dass man an dieser Stelle auch etwas fair sein muss. Schließlich ist Bethesda ein Unternehmen, was in den letzten Jahren vor allen Dingen Content zu The Elder Scrolls und zu Fallout herausgebracht hat. Das sind die zwei größten Marken und ich kann es sehr, sehr gut verstehen, dass man da vielleicht mal etwas Neues ausprobieren will und vielleicht auch die Schnauze voll hat von den immer gleichen Inhalten. Und ganz ehrlich, umso mehr ich zu Starfield recherchiert habe, um zu verstehen, was wir überhaupt über dieses mysteriöse Game wissen, umso mehr war ich ein Stück weit tatsächlich gehypt. Und deswegen lasst uns das Ganze mal im Detail anschauen und wir fangen am besten an beim Anfang. Bei der E3 2018 war es endlich soweit, sowohl The Elder Scrolls 6 wurde angekündigt, dass das in der Produktion ist, als aber halt auch Starfield, was vor The Elder Scrolls 6 erstmal herauskommen soll. Und damals wurde Starfield als ein Weltraum-Singleplayer-Spiel vermarktet, was sich klar von Star Wars und Star Trek abheben soll. Es sollte sich um ein komplett neuartiges Spiel handeln, was bisher so ein Spiel noch nie erlebt hatte und was wirklich eine komplett neue Spielerfahrung den Spielern geben soll, wenn es dann herauskommt. Das klang damals alles ein bisschen schwammig und klingt auch noch heute ziemlich schwammig, meiner Meinung nach. Und deswegen gab es daraufhin auch relativ viele Memes, die man auch noch heute unter dem Teaser von Starfield zu der E3 halt findet. Dort schreiben halt einfach viele Leute, dass das Ganze nichts anderes wäre als ein Skyrim nur im Weltraum. Und tatsächlich ist es auch so, dass Bethesda das so ein Stück weit bestätigt hat, denn Starfield soll ein Spiel werden, was sich klassisch anfühlt wie ein Bethesda-Rollenspiel, also wie ein Fallout oder halt ein Skyrim. Das heißt, die Aussage, das wäre ein Skyrim oder Fallout, halt einfach nur ein Skyrim, die passt sogar ziemlich gut. Viel spannender wird es natürlich, wenn wir uns dann die Leaks anschauen, denn da gibt es natürlich mehr Inhalte und mehr von Starfield zu sehen, unter anderem tatsächlich auch natürlich Bildmaterial. Ich blende euch an dieser Stelle auch immer mal wieder ein paar Bilder ein. Unten habe ich euch auch ein paar Twitter-Accounts verlinkt, die damals diese Bilder zum ersten Mal gepostet haben. Und was ziemlich interessant ist, ist, dass verschiedene Nutzer diese Bilder gepostet haben und diese Bilder wirken auch alle kohärent, also sie wirken alle irgendwie gleich aus dem gleichen Spiel. Und das ist erstmal tatsächlich ein Hinweis darauf, dass diese Leaks, diese Bilder echt sind. Und was auch noch ein Hinweis für die Echtheit dieser Bilder ist,
ist der Umstand, dass natürlich einige Leute mit verschiedenen Engines arbeiten, um natürlich Spiele zu erstellen. Und bisher hat da niemand irgendwelche Assets erkannt, die eventuell von einer anderen Engine für ein anderes Spiel oder sowas stammen. Das scheint tatsächlich ziemlich einzigartig zu sein. Und das ist schon ein ziemlich starker Beweis tatsächlich dafür, dass die Spiele echt sind. Aber es kann sich natürlich noch jederzeit jemand melden und sagen, ey, das ist irgendwie ein Asset für die Unity Engine oder das Ganze wurde doch mit Photoshop erstellt. Deswegen muss man da natürlich immer ganz klar aufpassen. Eine weitere ziemlich interessante Sache tatsächlich ist, dass die Leaks jetzt vermehrt auftreten. Und das ist tatsächlich ein kleiner Hinweis dafür, dass eventuell wir etwas in diesem Jahr zu Starfield sehen werden. Die E3 ist ja auch nicht mehr lange hin. Das sind ja nur noch wenige Tage tatsächlich, bis diese stattfindet. Und ich bin mir persönlich ziemlich sicher, dass tatsächlich wieder ein bisschen mehr zu Starfield erfahren werden. Dazu werde ich aber gleich nochmal ein bisschen mehr was sagen. Denn wir müssen uns gar nicht mal so sehr auf die Leaks stützen. Es gibt nämlich ein Interview mit dem Game Director Todd Howard zu der Creation Engine und was die für ein großes Update erhalten hat, womit ja auch Starfield und The Elder Scrolls 6 erstellt wird. Übrigens zu der Creation Engine und diesem neuen Update habe ich bereits ein eigenes Video gemacht, was jetzt oben rechts einmal verlinkt ist. Klick dich dort gerne rein, wenn dich diese Thematik interessiert. Das wohl interessanteste für ein Raumspiel wie Starfield aus diesem Interview ist wohl aber die Aussage, dass die neue Creation Engine in der Lage ist, Landmasse prozedural zu generieren. Und das erlaubt in erster Linie eine sehr, sehr große Map. Und bei Weltraumspielen ist natürlich eine große Map mit vielen Planeten, vielleicht der ganzen Galaxie sogar, eine ziemlich wichtige Sache. Und tatsächlich gibt es dazu auch wieder einige neue Leaks, die eher weniger vertrauenswürdig sind, zu denen ich aber auch gleich nochmal was sagen werde. Zunächst möchte ich allerdings erstmal etwas zu dem Veröffentlichungsdatum von Starfield sagen. Zu dieser Thematik habe ich quasi auch tatsächlich schon mal ein Video gemacht, nämlich mit der Frage, ob eventuell The Elder Scrolls 6 schon 2023 herauskommt. Das ist jetzt oben rechts auch nochmal verlinkt. Wenn du dich speziell für The Elder Scrolls interessierst, klick dich dort gerne mal rein. Die Grundlage für diese Theorie tatsächlich ist der Markenschutzeintrag und der Copyright-Eintrag. Denn da wurde bei Starfield dieses kleine C im Kreis hinzugefügt und das ist ein sicheres Indiz dafür, dass das Spiel tatsächlich geplant ist für 2021, denn dieses kleine C im Kreis kommt immer nur hinzu, dann, wenn tatsächlich auch ein Release bzw. Content bevorsteht, der veröffentlicht werden soll. Das ist übrigens bei allen Sachen so, das ist bei Game of Thrones so, das war bei Fallout 4 so, es ist bei sämtlichen Spielen so in der Computerspieleindustrie und Freunde der Sonne, das ist nicht nur einfach irgendwie normaler Copyright-Eintrag, ich spreche speziell von diesem Symbol, da gab es bei diesem Video damals, wo ich das gesagt habe, mit der Theorie, ob The Elder Scrolls 2023 herauskommt, ein bisschen Verwirrung und einige Leute, die das, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden haben. Deswegen sage ich das hier nochmal extra dazu und trotzdem werden Leute in den Kommentaren wieder meinen, sie wüssten es besser. Und ich wiederhole mich an dieser Stelle nochmal. Das bedeutet vor allen Dingen, dass Content zu Starfield 2021 geplant ist, zu der Marke Starfield, nicht zu dem Spiel selbst. Das kann bedeuten, dass Starfield tatsächlich 2021 released wird, wie das auch tatsächlich ein Insider behauptet, muss es aber nicht. Aber was es vor allen Dingen wirklich bedeuten wird, ist, dass wir was zu der E3 bestimmt sehen werden. Das sage ich inzwischen nicht nur, sondern das sagen auch viele andere Journalisten, zum Beispiel der Gaming-Journalist Jason Schreier und der hat eigentlich bisher immer mit seinen Behauptungen in dieser Thematik recht gehabt. Und Schreier ist es übrigens auch, der das Gerücht zerstört, dass Starfield 2021 erscheinen könnte. Das behauptet ja so ein Insider angeblich. Schreier meint, das Ganze würde erst 2022 erscheinen. Und wie gesagt, der Typ hat bisher immer recht gehabt mit seinen Behauptungen. Er hat ziemlich gute Kontakte in die Gaming-Studios und hat meistens bisher immer recht gehabt mit seinen Aussagen. Deswegen können wir auch davon ausgehen, dass tatsächlich der Release von Starfield 2022 geplant ist. Kommen wir nun zu den neuesten und zu den spannendsten Leaks angeblich von Insidern, die eher weniger vertrauenswürdig sind, allerdings dennoch interessant sind, sich einmal anzuhören. Wenn wir alle Informationen und vertrauenswürdigen Leaks, die wir bisher haben, zusammenziehen, dann können wir davon ausgehen, dass Starfield ein ziemlich großes Weltraumspiel werden soll, was wahrscheinlich auch auf prozedurale Generierung setzt, wenn man dem Interview von Todd Howard Glauben schenken mag und hey, er ist der Game Director, also scheint mir das relativ glaubwürdig zu sein. Es sei denn natürlich,
sprich, das Ganze ist Marketing. Jetzt gibt es einen relativ neuen Leak, der behauptet auch eben das, dass Starfield ein relativ großes Spiel werden soll, was auf prozedurale Generierung setzt, wie das Spiel No Man's Sky, was ebenfalls ein Weltraumspiel ist, was damals so ein bisschen den Launch verkackt hat, inzwischen aber wohl ein ziemlich gutes Game geworden ist. Ich selbst habe es auch mal eine Runde gezockt, kann es nur empfehlen. Und ähnlich soll tatsächlich auch ein Starfield sein, nur dass halt die Map fest generiert ist. Das heißt, für alle Spieler soll die Karte gleich sein, aber halt prozedural generiert in der Creation Engine. Ein anderer Leak behauptet tatsächlich, dass es möglich sein wird, verschiedene Raumschiffe zu fliegen. Scheint mir auch erstmal relativ logisch bei einem Weltraumspiel, um ehrlich zu sein. Wo man halt aber auch seine eigene Crew hat, also Begleiter, so ein bisschen wie in Skyrim, mit denen man zusammen Abenteuer erleben wird. Das sind ja Mechaniken, die kennen wir inzwischen ja auch aus anderen Spielen. Klingt für mich gar nicht mal so dumm. Und es soll wohl auch möglich sein, extrem große Weltraumschlachten zu spielen, wo mehrere hundert NPCs auf einmal angezeigt werden. Wer alte Bethesda-Spiele kennt, wie zum Beispiel The Elder Scrolls 5 Skyrim, der weiß, dass umso mehr NPCs angezeigt werden auf dem Bildschirm, umso mehr geht die Leistung in den Keller. Auch da soll die Engine dementsprechend verbessert worden sein, dass das möglich ist. Wie gesagt, diese letzten beiden angeblichen Leaks klingen für mich eher nicht nach Leaks, sondern nach Spekulationen, die man sich so ein bisschen selbst erschließen kann, wenn man halt die Interviews mit Todd Howard mitbekommen hat und wenn man das Bildmaterial von Starfield gesichtet hat, was ich ja eben gerade auch schon eingeblendet habe. Ob da wirklich was dran ist, das steht in den Sternen. Was können wir nun alles aus diesen Informationen ziehen? Was von den Leaks könnte stimmen und was bedeutet das für Starfield? Nun, Starfield scheint offensichtlich ein ziemlich großes Weltraumspiel zu werden, wo es doch dann durchaus Interesse dann gibt. Davon sprechen auf jeden Fall die vielen Leaks und auf jeden Fall fängt auch Bethesda schon langsam damit an, die Marketing-Trommel zu wirbeln, denn in den letzten Tagen war immer mal wieder Starfield und halt auch Bethesda auf Twitter in den Trends tatsächlich. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, zu 100% eigentlich, werden wir bei dieser E3 etwas zu Starfield sehen und wenn es nach Schreier geht, wird das Spiel 2022 veröffentlicht. Aufgrund der Interviews zu der Engine mit Todd Howard wissen wir, dass das Spiel auf jeden Fall auf prozedurale Generierung setzen wird und das erlaubt vor allen Dingen viele Planeten und eine große Landmasse, die es zu erkunden gilt. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Information als das, was wir damals bei der E3 2018 gesehen haben. Und natürlich viele Informationen, die ich in diesem Video gesagt habe, werden wahrscheinlich schon in wenigen Tagen nicht mehr stimmen, wenn der nächste Leak herauskommt und der nächste Branchenexperte sich zu dem Thema äußert. Aber allerspätestens bei der E3 2021 werden wir mehr wissen. An dieser Stelle geht es jetzt weiter mit einem anderen Video von mir, zum Beispiel mit den besten Mods für Skyrim. Klickt euch dort gerne mal in die Playlist rein. Und ansonsten gibt es hier auch noch ein Video, was extra auf dich zugeschnitten worden ist von dem YouTube-Algorithmus. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Bleibt gesund. Bis dann, euer Amemus.